In dem heutigen Charttechnik-Update schauen wir uns die Volkswagen-Aktie an. Der Wolfsburger Automobilkonzern hat heute gute Quartalzahlen veröffentlicht. Für den DAX-Titel ging es heute deutlich aufwärts. Charttechnisch ist es sehr interessant in den letzten Tagen geworden. Wir sehen jetzt hier im Wochenchart, dass die Volkswagen-Aktie einen sogenannten Kreuzwiderstand ins Visier genommen hat. Dieser besteht zum einen aus der fallenden 40-Wochen-Durchschnittslinie bei momentan 150,47. Dann den mittelfristigen Aufwärtstrend, der ja in der vergangenen Woche der Angebotsseite überlassen werden musste, bei aktuell 150,8. Und dann noch zu guter Letzt hier diese horizontale Trendlinie bei 151,69. Diese drei Widerstände bilden den sogenannten Kreuzwiderstand. Und wir sehen auch, wir waren sogar schon in dieser Woche, haben wir dieses Widerstandsbündel punktgenau, oder man kann auch hier sagen centgenau, erreicht. Momentan entfernen wir uns davon ein wenig. Dem DAX geht auch heute ein wenig die Puste aus. Wenn wir bei der Volkswagen-Aktie es schaffen, diese genannten Hürden nachhaltig zu überspringen, dann könnte es in Richtung 170 Euro gehen. Dort läuft der mittelfristige Abwärtstrend. Prallt aber der DAX-Titel von dem Kreuzwiderstand nach unten ab, ja, das wäre natürlich dann ein Rückschlag. Dann müsste mit einem erneuten Test der horizontalen Schiebezone bei 137,20 132,85 gerechnet werden. Ne, wie wir auch jetzt hier sehen, in der Vorwoche konnte also diese Unterstützungszone verteidigt werden. Natürlich, darunter sollte es nach Möglichkeit nicht gehen, weil dann würde das Verkaufssignal komplettiert werden. Ja, das heißt, wir sehen jetzt hier auch schon, der einfache 40-Wochen-Durchschnitt, der zeigt schon nach unten, fungiert zudem dann, wie gesagt, auch als Widerstand. Dann haben wir den Aufwärtstrend, der auch schon den Bären überlassen wurde. Also es sieht für den DAX, aber auch für mittlerweile für einige der DAX-Mitglieder aus charttechnischer Sicht nicht allzu gut aus.